Ostoberfranken, eine Region mit vielen Facetten. Vielfältige Wirtschaft mit Weltmarktführern, einzigartige Landschaften, Urlaubsregion für tausende Touristen aus aller Welt. Mehr und mehr wird Ostoberfranken auch von Filmproduzenten entdeckt. Preisgekrönte, erfolgreiche Filme wurden hier gedreht. Namhafte Schauspieler besuchten die Region. Hallo, ich bin Felix Fuchssteiner, der Regisseur von Rubinrot. Und wir haben letztes Jahr hier in Bayreuth gedreht. Das war wunderschön. Und es war bei uns im Film London. Und es ist eine sehr filmfreundliche Stadt. Und drehen in Bayreuth ist auf alle Fälle empfehlenswert. Und wir würden auch, wenn es nach Rubinrot noch einen zweiten Film gibt, würden wir auch gerne wiederkommen. Also ich muss sagen, man sollte das den Location Scouts sehr ans Herz legen, dass sie das weiterempfehlen, weil hier zu drehen ist einfach ganz easy und ist sehr angenehm. Ja, ich habe hier auf Burg Rabenstein gedreht und hatte in keinem Punkt irgendwas auszusetzen. Das heißt, es lief gut. Filme leben von interessanten Motiven und unverbrauchten Gesichtern. Wir haben beides in einer großen Vielfalt zu bieten. Ostoberfranken ist offen für die Ideen von jungen, neugierigen Filmemachern sowie etablierten Produzenten und Regisseuren. Unsere Region bietet diverse historische Drehorte verschiedener Epochen, aber auch höchst moderne und ausgefallene Gebäude. Landschaftliche Vielfalt auf kürzeste Distanz erspart hohe Reisekosten. Unser Beauftragter für Film und Fernsehen, Michael von Hohenberg, selbst Regisseur und Kameramann, steht Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Produktionen vor Ort gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ob Motivsuche, Requisitensuche, Komparsencasting, Sethelferkartei, Unterkunft oder Behördenkontakt, unser Beauftragter ist jederzeit fachkundiger Ansprechpartner. Ja, für uns ist es natürlich wahnsinnig sinnvoll, dass es jemanden gibt. Ich meine, gerade bei diesem Projekt haben wir ja jetzt momentan gesehen, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel bei der Location-Suche hier direkt in der Region. Es ist ja doch oft so, dass hier Leute sind, die nicht aus der Gegend kommen, die sich hier nicht auskennen und so weiter. Und wenn man dann eine Anlaufstelle hat, zu der man einfach kommen kann und sagen kann, wir bräuchten das und das, können wir da nicht mal zusammen irgendwie schauen, dann funktioniert das super. Ich meine, wie gesagt, wir haben es bei diesem Projekt gesehen mit der Plassenburg in Kulmbach. Aber ansonsten denke ich, dass das eine gute Basis ist, an der man definitiv weiterarbeiten sollte. Also wenn man einen Ansprechpartner hat und nicht erst an 1000 verschiedene hat, sondern dass man einen Ansprechpartner hat, mit dem man auch fachlich gut reden kann und der auch vieles vor Ort auch koordinieren kann, womöglich, und viele Möglichkeiten hat, ist das eine super Unterstützung für Profigruppen. Aber ich denke mal, die Region würde auch mit dem Heranholen noch von viel mehr Profiproduktionen auch natürlich auch sehr viel Wirtschaftlichkeit auch mit herholen. Denn das ist natürlich, dann wird hier auch Geld gelassen. Und ich denke mal, sowas rentiert sich dann auch, jemanden anzustellen dafür, sowas zu machen, zu installieren oder womöglich noch auszubauen. Dass es womöglich irgendwann mal ein ganzer Stab ist. Dreharbeiten in unserer Region sind förderfähig über den Film Fernsehfonds Bayern. Nehmen Sie an einer unserer Motivtouren teil oder vereinbaren Sie einen individuellen Termin. Die Filmregion Ostoberfranken begrüßt Sie gerne.